So, und damit geht's weiter in der nächsten Runde auf Mistradia. Wir haben jetzt ja gerade keine Buffs mehr und uns ist gerade echt einiges abgelaufen. Was gerade echt ein bisschen ungünstig ist. Aber können wir jetzt nichts machen. Wir haben trotzdem weiter. Wir sollten ja vom Schaden und vom HP und so hier eigentlich ja normalerweise keine Probleme haben. Normalerweise, sag ich jetzt ganz bewusst. Aber ja, nee, das musste passen. Das musste klappen. Ich habe gerade schon einmal gewotet. Das zweite Mal ging gerade noch nicht, weil ich noch auf Cooldown bin, leider. Erst ab 2 Uhr kann ich heute voten. Keine Ahnung. Aber naja. Genau. Ja, also ich werde auf alle Fälle für die heute, in Anführungsstrichen, heutigen 5 Runs fertig farmen. Das steht schon mal fest. Und ja. Mal schauen, würde ich mal sagen. Einfach mal schauen. Mystical Vita. Ja, Mystical Vita, das brauchen wir. Das brauchen wir. So, rein damit. Oh, Female. Aber das können wir umdranzen, das geht. Das ist kein Ding. Ich überlege, macht es gerade Sinn, wenn wir die kleinen Mopsi killen? Pulli auf Clockworks. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube aber eher nicht so. Also. Oder? Nee, die glaube ich haben. Oder haben die auch was getroppt vorher? Ich weiß es nicht mehr genau. Haben die im ersten Run irgendwie so ein Set-Teil getroppt? Ich kann es gerade echt nicht mehr hundertprozentig genau sagen. Könnte sein, könnte nicht sein. Ich will mich jetzt gerade nicht festlegen. Ich weiß es nicht mehr. Heavy Shield. Nee, sieht aktuell nicht so nach aus. Drop auf alle Fälle nützliche Sachen, aber nicht die, die ich brauche. Oh, jawohl, das ist das erste Pad. Und ne, warte mal. Intel und ne. Stärke-Suit haben wir gedroppt. Okay. Die hätten natürlich auch wieder Effekte und so, aber die brauchen wir natürlich jetzt nicht. Und glaube ich eh schon, oder? Genau, Suit haben wir schon. Ich überlege gerade, natürlich haben wir jetzt gerade die Beats aktiviert, was jetzt so auf. Was nicht wirklich Sinn macht, eigentlich, wenn ich gerade drüber nachdenke. Gut, 3 All-Stats mehr, 3% XP. Naja. Ist jetzt nicht die Welt unbedingt. Wirklich nicht. 1% mehr Drop-Rate nehmen wir auf alle Fälle mit dem nächsten Mal. Aber ja, das ist eben alles fürs nächste Mal was. Oh lol, warte mal, was haben wir noch alles gedroppt hier? Candytra. Oh. Oh, ich kaufe Party XP. Na, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber richtig los. Mhm. Ich weiß nicht, was noch alles mit drin sein kann und so. Kein Plan. Ich glaube, Awakes gerade haben wir rausbekommen schon mal. Genau, die Pickup-Pad-Blessings haben wir rausbekommen. So ein, zwei Sachen können schon drin sein. Aber die Welt ist es halt wirklich nicht. Ich meine, es ist auf alle Fälle nett und so, aber ja, geht schon. Für uns ist es halt aktuell nicht so krass. Das Ding ist wieder in lila, warum auch immer. Mystical Mighty, Mystical Mighty. Warte, wir haben jetzt ein komplettes Mystical Mighty Set zusammen, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wow. Was ist gleich der Boss? Warte mal, habe ich jetzt. Phase. Habe ich den gerade gekillt? Ich habe ihn doch gerade gekillt, oder? Ja, also ich bin fertig, okay. Auslernen tut man zwar nicht. Kostet einfach zu viel Zeit. Einfach direkt lieber wieder weiter. Genau. Warte mal, das ist kein Buff-Pad. Das andere ist schon ein Buff-Pad, hä? Okay.
Interessant. Ich meine, wir könnten jetzt einfach ganzen Müll einsammeln und den halt dann irgendwie vercraften. Das ging halt schon, wäre auch eine Idee. Aber ob wir es jetzt unbedingt brauchen, weiß ich jetzt nicht. Also, ja. Irgendwie halt, glaube ich, auch ein bisschen Zeitverschwendung, oder? Ich meine, klar, wir müssen schon weiterleveln, auch damit wir das andere Zeug dann recyceln können und so. Aber ich glaube, es fühlt sich jetzt schon so ein bisschen nach ein bisschen Zeitverschwendung an, wenn ich ehrlich bin. Insert wieder. Bisher haben wir noch kein Glück, leider. Mal schauen, was hier in dem anderen Ausleger mit drin ist. Ne, da waren wir, glaube ich, schon. Da ist nichts. Ja, da war nichts. Oder? Ne, war nichts. Genau, ja, also ich glaube, wir bräuchten halt irgendwie Ringmal, also Seraph-Buffs und die anderen Buffs noch, damit wir halt irgendwie den anderen Dungeon überleben könnten. Weil der ist halt schon, der ist tricky, der ist böse. Den überleben wir jetzt auf alle Fälle so schnell mal nicht. Scroll of Amplification wieder bekommen, oder wie? Wow, 7 Stück schon? 1,15-fache XP 15 Mal, okay. Und Secret Key bekommen? Wo ist es denn? Ach, das Ding ist das. Was bringt das eigentlich? Mhm. Ach, ich bin Idiot. Mist, 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 Mist. Skills. 100 mal Skills nutzen, dann kriege ich das, den Ding. Okay. So, jetzt müssen wir darüber. Okay. Wow. Das ist ein hartes Ding. Bin ich jetzt. Ne, ich war richtig. Jetzt war ich richtig. Also hier droppen natürlich auch wieder massenhaft Zeug und so. Aber ja, es ist halt. Es sind halt nur normale Mobs. Die droppen halt auch jetzt nicht so unbedingt die Welt. Das heißt. Glaube ich, kann man drauf verzichten. Weiß ich jetzt nicht genau. Irgendwo wieder ein Key gedroppt. Keine Ahnung woher. Hä? Bin ich jetzt blöd? Warte mal. Hä? Hab ich hä? Ich glaube, hier ist sowas. What the fuck? Der war einfach hinten drin gebackt. Ich dachte mir, ich bin. Jetzt geht's echt los oder so, aber. Nee, alles super. Kann man stacken? Nee, kann man nicht stacken. Okay. Aber die Sortierung ist zumindest, die funktioniert zumindest. Denn das ist bei nicht allen Servern immer wieder so. Oft ist einfach ein komplettes Durcheinander und so. Das ist zumindest ganz nett. So, komm, geh down. Wow. 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 Einfach wow. Okay, ein Run hat man noch übrig. Dann machen wir den mal noch schnell. Ja, da wieder ein Insert bringt uns leider gar nichts. Ach so, beziehungsweise, naja, wir könnten halt für einen Ringmaster nutzen. Bringt uns das irgendwas, Cast? Naja. Ich bin ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
Sword of Silver Sword, okay. Hallo Pet. Gibt auch ein paar Punkte. Lol, es bringt ja 5% PvE Damage? What? Ich weiß nicht, wie krass das im Low-Level ist, aber eigentlich auch schon ein bisschen was. Also normalerweise ist das relativ krass. Übrigens habt ihr mitbekommen, wie viele, also was der Server hier an Spielern gemacht hat. Also an Spielerzahlen, meine ich. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich meine, letztes war das Server halt noch echt sehr, sehr leer und hier 4 Videos später, oder? 4 Videos? Also für mich heute aktuell 4 Videos später. Die Bude ist voll. Also es geht richtig zu. Es ist überall Spieler. Wenn Sachen verkauft und das ist Wahnsinn. Ist sogar gedroppt. Ja, es ist halt. Es ist halt ein Trauerspiel aktuell. Momentan droppe ich halt echt nur Müll. Die Glyphen. Ha, die Glyphen müssten wir auch mal noch anschauen. Es könnte halt schon Sinn machen, dass wir einfach die Glyphen mal noch upgraden. Da könnten wir vielleicht sogar noch einiges rausholen. Ja, Damage sinkt aktuell ein bisschen, halt wegen den fehlenden Buffs. Ein bisschen blöd. So, na komm, jetzt stirb. Alter. Ich hoffe, ich kann es wenigstens dann gleich alles scrappen. Was ist das für ein Rekorder? Und wir haben Int und... Ach, come on. So, jetzt haben wir halt leider nichts mehr, was wir machen können. Also wir können dann schon leider nicht mehr farmen. Wir könnten jetzt noch hier Set, also hier Schmuckset farmen. Das wäre noch eine Idee. Das wäre vielleicht sogar eine gute Idee, glaube ich. Was ist das? Mystical Ultimate? Achso, okay. Recycling. Ah, kann man schon einiges mehr kauen. Genau, jetzt sehen wir auch, wie die XP hochgehen. Das finde ich, könnte man ein bisschen schöner machen. Das fühlt sich jetzt halt noch nicht so geil irgendwie an. Okay, hier können wir. Oh ja, hier geht einiges durch. Okay, Level 3 erreichen wir safe. Relativ, oder? Nee, ich glaube. Nee, erreichen wir nicht mal. Leider nein. Es gibt so viele Recycling-Achievements hier, das ist brutal. Aber wir sind gut dabei. Wir sind echt gut dabei. Oh, Level 3 erreicht. Nice. Braucht Level 5. Irgendwas braucht Level 3, dachte ich mir, oder? Wir können ein bisschen was durchhauen. Recycling 7 haben wir schon erreicht, okay, nett. Oh Gott, so viel Stuff hier. Was auch immer das hier für ein Zeug ist, keine Ahnung. Ah genau, super Idee. Stimmt, das konnten wir vorher glaube ich nicht nutzen, oder? Da war was, ja genau.
Okay. Ja, probieren wir es nochmal mit dem Gicken vielleicht. Wie lange habe ich das gesagt für eine Aufnahme? 15 Minuten, ja, das passt. Das Inventar platzt immerhin noch weiter aus allen Nähten einfach. Ein bisschen nervig. Kommen wir hier drüber? Ja, können wir, okay. Ich weiß gar nicht genau, wo wir hin müssen, um das Zeug zu droppen, was ich gerade suche. Ich schätze aber mal, dass die hier überall droppen. Also wir haben es, glaube ich... Wo haben wir das letzte Ding gedroppt? Ich weiß es nicht mehr. Das war eigentlich noch gar nicht mal so lang her, aber... Boah, ich weiß trotzdem nicht mehr. Das war schon mal ein Satz mit X. Guardian Dust? Oh Gott. Okay, I see. Da haben wir auf alle Fälle noch länger unseren Spaß. Da ist der Boss. Es ist hier so viel Stuff drin, das ist unfassbar. Dieses Schild ist einfach geil. Aber ich meine, welcher Mercenary braucht denn so ein Schild? Also generell ein Schild. Achso, One-Hit. Na, okay. Rarities Collector. 3000 Mal. Wie weit geht das? Ah ja, okay. Geht nur eine ganze Weile. 50 Achievement-Punkte für eins bekommen, okay. Rank, da könnte vielleicht auch noch interessant sein. Weiß nicht, was die droppt. Ich müsste hier droppt irgendwas Cooles. Vorausgesetzt, wir finden überhaupt. Da ist der Fisch. Oh, no, no. Oh, okay. 73, macht der Schaden. Nee, sieht nicht so aus. Ah, jetzt habe ich wieder vergessen, das Treue-Level zu aktivieren. Aha. Blöd. Na gut, aber macht nichts. Ich wollte gerade eine Holy nehmen, aber dann kriegt gemerkt, fuck. Early Game. Und Green Spirit, was ist denn Green Spirit? Crafting, wow, okay. Naja, also ich meine, zumindest wenn wir jetzt mal alles hier durchgegickt haben und so, dann sollten wir vielleicht irgendwie einen Sinn finden oder irgendeinen Anwendungsbereich für unseren ganzen Loot hier. Hoffe ich zumindest. Leute, das Ding hat irgendwie verdammt viel AP. Welches Level ist denn das? 70. Okay, wie immer. Und trotzdem dauert es echt eine ganze Weile, das Ding zu killen. Ich meine, klar, wir sind auf pur STA und so, aber trotzdem. Wirklich schnell geht das gerade nicht. Lifesaver? Okay. Oh Gott, das Ding greift relativ oft an. Wir müssen relativ aktiv unsere Life saven. Alter, das Ding geht ja mal gar nicht down. Das Ding muss aber was Ordentliches droppen. Yo, come on, stirb doch mal. Ja, ich glaube, mit AOE macht es auch keinen Sinn. Nicht wirklich zumindest.
wirklich fix geht irgendwie gar nichts. Ist es nicht ganz so satisfying aktuell? Ich meine, eigentlich ist das Ding halt mal schön down und so. Aber gut, wir wissen auch nicht, was das Ding droppt. Also vielleicht droppt das Ding wirklich was richtig krasses oder so. Vielleicht droppt es auch diese Mystical Set Parts und so. Dann wäre es natürlich wieder geil. Aber aktuell gefühlt ist das Ding halt ultra tanky irgendwie. Wir sind jetzt schon, wie lange sind wir dran? 3, 4, 5 Minuten. Na, 3 Minuten ungefähr. Hm. 12%. Es droppt halt safe einfach gar nichts. Wetten? Safe, oder? Lol? Hast du dich gerade geheilt? Ich habe gerade kurz weggeschaut. Wow. Wow. Einfach wow. Jetzt wird's richtig painful. Also ich glaube, das Ding macht nicht mehr Schaden, glaube ich. Nee, nicht wirklich. Boah. Come on, stirb doch jetzt einfach. Prozent, come on, jetzt. Ja, also das Ding will ich auf alle Fälle nicht mehr killen, es sei denn, es traubt das einfach irgendwie Ulti-Waffen oder so. Aber hier bin ich einfach wirklich ewig beschäftigt. Uff, einfach nur nervig. Einfach nur ein unfassbar nerviger Kick/Boss, weiß ich jetzt nicht genau. Oh, auf Schaden zu machen. Jetzt stirb wenigstens. Komm, jetzt geht doch einfach drauf. Hä? Okay, also das ist bestimmt irgendwas, was wir brauchen. Fuck, ich hab's gerade weggespammt. Nein. Hier haben wir unsere Sachen. Okay, wir haben Ruby, Diamond, Red Metal Rune und Emerald. Ja. Kann schon ein bisschen was wert sein. Muss nicht, aber kann. Okay, ich glaube, einen den killen wir vielleicht noch. Und dann, glaube ich, reicht zuerst mal. Den Green Monk könnten wir eventuell noch packen, glaube ich. Sollte schon passen, ja. Ach, die Mobs sind 71, lol. Hey, ich bin komplett lost einfach. Ich bin sowas von lost, das ist schlimm. Ich dachte mir, die Green Monks sind 75. Wahnsinn. Aber das Ding immer schnell down zumindest. Ah ja, und Ringe plus 6 sind natürlich auch mal noch eine nette Sache. Wobei ich gar nicht mehr genau weiß, wo wir letztens die Dinger gedroppt haben. Mystical. Ach. Warte mal, das war jetzt nur Zufall, oder? Ich glaube, die können alle droppen, nicht nur der hier. Ich denke ja. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja.
Dann lass noch schnell einen vielleicht. Loading, loading, loading. Boah, ich habe übrigens gestern Manor Lords angefangen. Ich dachte mir am Anfang so, das ist nicht mein Game. Es ist, also ich war zwar irgendwie hyped und so, und ein Solo-Developer, der halt irgendwie gefühlt ein Double-A-Game aufzieht und so, mega geil. Aber ich dachte mir so, ja, voll geil und ich bin voll hyped. Aber andererseits dachte ich mir, irgendwie, es hookt mich nicht so wirklich, dachte ich mir zumindest. Deswegen dachte ich mir sogar, vielleicht kaufe ich es mir auch nicht. Ich dachte mir gestern so, ja, okay, komm, es ist reduziert auf 30 Euro oder so. Und ich meine, es ist wirklich ein Game mit einer extrem guten Grafik und Top-Down-Builder/Stronghold-like-Game. Im Prinzip wird einfach ein allgemein ziemlich gutes Game auf alle Fälle. Und ich dachte mir, okay, ich probiere es trotzdem aus. Und dann war ich, glaube ich, 2,5 Stunden drin und habe gesuchtet. Und auf einmal war es irgendwie so spät, dass ich kaum noch meine oh, jawohl. Oder? Wobei. Kommt drauf an. Da war einfach gerade noch zu die Augen aufhalten konnte. Und ja, ist insofern dann doch eigentlich eine ganz nette Sache eigentlich. Mystical Might, ja, das ist schon. Wir behalten uns auf alle Fälle mal. Okay, hier. Mighty Shogun Suit. Ernsthaft? Wow. Gehen wir sie mit der Hand durch. So. Unseren Helm noch irgendwo. Und kein Helm, lol. Mystical Intel. Ja, Mighty ist halt weiblich, aber scheiß drauf. Zweite, was fehlt noch? Boots, gell? Genau, Boots. So, voller Set, by the way. Jetzt hätten wir theoretisch. Nein, ich bin vertan. Das ist ja das Int. Hoppla. Mighty haben wir hier. Intel. Okay, genau, passt. Mighty. Okay, damit hätten wir quasi schon mal. Wie viele Teile haben wir jetzt? 2, 4, 5, 6 Teile haben wir aktuell. 6 Teile. 6 Teile wären schon mal ein netter Effekt, ja. Aber ja, ich denke mal, das kommt jetzt eh nicht in Frage. Ich meine, wir haben es jetzt halt mal und so, aber. Whatever. Okay, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.